Hi meine Freunde, was geht ab? Ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video wieder mal ein wunderschönes Package, ne, mit neuem Stuff, den wir tatsächlich bekommen. Und natürlich auch coolen Informationen und Hintergrundinfos zu Order Restored, dem Comic, ne, welches natürlich erscheinen sollte, was jetzt leider erstmal gecancelt worden ist. Was ihr wissen müsst in dem Video, mich würde es freuen, würdet ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und natürlich ein Like und ein Kommentar da lassen. Und jetzt würde ich sagen, Leute, schallern wir direkt los. Als erstes mal eine richtig coole Sache, und zwar, hey, Stan hat natürlich auch ein Backbling, ne, diese Tomate mit dem S und so weiter und so fort. Sein Markenzeichen ist schon lange in-game, aber er hat natürlich auch schon die letzten Monate immer wieder gesagt, er kriegt sein Spray, ne, der Tomatenskin, der die Tomate quasi so anbetet, und das hat er jetzt bekommen. Er hat es offiziell bekommen, hier mal eingeblendet, und tatsächlich kriegen das auch einige, eben, dass jeder tatsächlich dieses Spray bekommt, der eine Map gespielt hat. Das war dieses mit den Zombies und so. Was ihr wissen solltet, ist, dass das so aussieht, dass es dann jeder bekommt, der so eine Map gezockt haben soll. Dann noch einmal zu Ares, ne? Ares ist ja der König des Krieges, beziehungsweise nicht König, sondern der Gott des Krieges. Ja, und wir haben jetzt im Battle Pass Zeus, ne? Der König, beziehungsweise, was habe ich jetzt mit König? Ihr wisst, der Gott des Blitzes, des Unwetters, des Donners, was auch immer. Ne, dann gibt es beispielsweise auch Cerberus, der mit den Hundeköpfen, Hades, der Gott der Unterwelt und so weiter und so fort. Und Ares ist natürlich auch da. Hm, er ist nicht im Battle Pass. Falls ihr das verpasst haben solltet, der Dude wird im Crew Pack 2024 April sein. Also nächsten Monat wird er der Crewskin sein, Ares, also Gott des Krieges. Freue ich mich drauf, ist ein cooler Skin und der soll auch mehrere Varianten haben. Ich freue mich allgemein auf den Skin, ne? Schreibt mir mal eure Meinung hier mal eingeblendet. Wir haben ja natürlich im Trailer ihn schon mal gesehen und ich freue mich auf ihn, und der soll dann Crewpack-Skin, Leute, für April sein. Dann eine kostenlose Spitzhacke. Das ist eine Spitzhacke, die nicht im Shop ist. Diese Spitzhacke ist tatsächlich eine, Hacke, die ihr nur bekommt, wenn ihr jetzt nur in diesen folgenden Ländern eine V-Bucks-Karte einlöst. Und zwar, ne, könnt ihr natürlich in die Geschäfte gehen, wo auch beispielsweise bei mir zum Beispiel im Rewe, ne, ist tatsächlich noch die V-Bucks-Karten auf den alten Preisen, ne, die wurden ja jetzt vor ein paar Wochen, Monaten hochgemacht, ein Euro oder so, die V-Bucks-Preise, und jetzt kriege ich noch 1000 V-Bucks für 7,99 €, zumindest die V-Bucks-Karten, weil die noch nicht alle weg sind. Und wenn ihr euch in folgenden Ländern hier mal eingeblendet, ne, zählt also wichtig hier für Deutschland, USA ist dabei, Spanien, Portugal, Japan, Italien, viele, viele Länder, aber ich glaube, für uns ist wichtig Deutschland. Und wenn ihr euch eine V-Bucks-Karte kauft, ab dem 18.03., also ab dem 18. März, das ist tatsächlich jetzt in 3 Tagen, dann könnt ihr das anfangen, und das Ganze geht bis zum 14.04. Also knapp einen Monat von 18.03. bis zum 14.04. Wenn ihr euch im Laden eine V-Bucks-Karte kauft oder irgendwo eine V-Bucks-Karte gönnt, dann die einlöst, kriegt ihr nicht nur die V-Bucks, den entsprechenden Betrag, den ihr euch gekauft habt, nein, ihr kriegt noch die eingeblendete kostenlose Spitzhacke. Und die ist ganz, ganz cool, gefällt mir, dass wir jetzt hier auch die Chance, das war ja schon mal ein hier China, glaube ich, so. Ich glaube, Richtung China war das mal so, dass die da auch so eine Art Spitzhacke bekommen haben in Chapter 4. Und das ist jetzt für uns auch möglich ab dem, ne, 18.03. Eine Sache, die auch bald erscheinen wird, ist eine Midas Gasstation, ne? Und diese wird auf der Karte verteilt sein. Wir wissen, Midas feiert sein Comeback und vieles, vieles mehr. Sprich, Midas wird wiederkommen. Wir haben ein bisschen Beef mit Zeus und Hades und so. Da kommt noch ein eigenes Video. Die Story geht ja dahin, geht auch noch weiter. Und da wird eine, Gasstation, beziehungsweise Tankstelle quasi, so ein kleiner Apparat, so ein kleines Teil, wo ihr ein bisschen was gönnen könnt, und da könnt ihr 500 Gold aufgeben und dann kriegt ihr tatsächlich eure Waffe, könnt ihr dann tatsächlich halt upgraden auf legendäre Stufe. Die wird dann auch Gold, weil das logischerweise von mir das ist, also eine goldene Waffe mit der goldenen Seltenheitsstufe für 500 Gold, ne? Und wenn ihr diese euch dann natürlich dann benutzt, hat die halt auch diesen Goldeffekt wie damals in Chapter 2, ne? Beziehungsweise wenn man Midas gespielt hatte mit Full Gold Variante, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, und das wird auch kommen. Dann wichtig auch noch die Jam Songs, ne? Jam Songs sind jetzt neue, ne? Wir haben viele, viele. Ich freue mich drauf. Ich finde die richtig cool. Hier mal eingeblendet, ne? Ich habe auch schon eine Runde gespielt. Katy Perry ist dabei. Pink ist dabei, Freunde. Juice WRLD ist dabei. Und Marshmello und Juice WRLD, ne? Also zusammen gefallen mir richtig gut. Come and Go. Und viele, viele geile Songs. Richtige Banger zum Abgehen. Und ich muss einfach sagen, ich finde es mega nice, ne? Der Festival-Modus ist so eine geile Erweiterung. Vor allem, weil da wirklich wöchentlich solche Banger reinkommen. Und die machen einfach Laune, ne? Diese wöchentlichen Updates, die feiere ich einfach. Die machen Bock. Und vor allem kommen ja nicht nur 2, 3 Songs, es kommen ja jetzt
gibt's irgendwie immer 8 bis 10 Songs, ne? Da kommt eine ordentliche Menge. Für jeden ist da auf jeden Fall was dabei. Dann mal hier eingeblendet dieses Ghoul Trooper, natürlich Spray-Motiv. Wie ihr das bekommen könnt, ist ganz einfach, falls ihr es noch nicht haben solltet. Falls ihr eine PS-Konsole habt, also eine PlayStation-Konsole, PlayStation 4 oder PlayStation 5, wird es tatsächlich heute einen Zero-Build-Cup geben und morgen einen normalen Battle-Royale-Cup, also mitbauen. Und in diesem Cup müsst ihr jeweils nur 25 Punkte erspielen. Ist easy peasy, Freunde, kriegt jeder von euch hin, der da mitspielt. Da kriegt ihr das einfach mal oben drauf. Also, falls ihr das noch nicht habt, könnt ihr euch es so gönnen, natürlich mit dem Cup, entweder heute oder morgen. 25 Punkte sollten echt machbar sein. Also, falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr es euch gönnen. Falls ihr es habt, könnt ihr froh sein. Und dann gibt es wieder eine neue Umfrage, die rausgegeben worden ist. Und da sind ordentliche, ja, Kollabos dabei, die wir eventuell erwarten können. Und, ne, wir wissen, One Piece, Freunde, wird dann auch so Richtung Season 3 kommen und viele, viele Dinge weiter, die wir bekommen werden. Avatar noch diese Season, Star Wars und so, haben wir einige Geschichten schon. Schaut euch da unbedingt die letzten Videos an. Da haben wir uns ordentlich damit beschäftigt. Und in diesen tatsächlich Umfrage ist mal hier eingeblendet. Da seht ihr, ist ein Haufen Zeug drauf. Ne, und da sind richtig coole Teile dabei. Einmal so ein kleiner Auszug davon ist einmal The Boondocks, ne? Ob ihr es kennt, ist natürlich die Frage. Frogger, Yakuza, One Piece natürlich. Klar, okay, wissen wir, kommt. Dann Doctor Who, wissen wir auch, dass es eventuell irgendwann mal richtig reinschallern wird mit einem Mini-Battle-Pass und so hoffentlich. Dann One Punch Man, Club Penguin, Five Nights at Freddy's, Freunde. Ja, Five Nights at Freddy's, eine Kollabo, die natürlich zu Halloween oder Fortnite Mess 2024 richtig gut passen. Ja, würde, es kommt ja doch ein zweiter Film raus. Also der erste kam ja letztes Jahr und ein zweiter ist ja auch schon in Arbeit, soweit ich mitbekommen habe. Und das ist nur ein kleiner Teil gewesen von diesen vielen Kollabos, die wir bekommen werden. Ne, Leute, wenn ihr da wirklich genau mal hinguckt, seht ihr noch so viele. Ihr seht da Drohnen, ihr seht da Schreck, ihr seht da It, also Pennywise the Clown, ihr seht da Godzilla, Twilight, Madagaskar, also die Pinguine von Madagaskar. Da ist eine ordentliche Schippe da drauf, die wir erwarten können. Aber Leute, das sind wirklich hunderte Punkte und bis wir da alle haben, Leute, das ist auf jeden Fall noch huiuiui, da können wir noch ganz weit in die Zukunft blicken. Ne, da sind wir schon in Chapter 50 wahrscheinlich, bis wir davon die Liste mal abhaken können, alle Punkte. Und natürlich ist es auch immer so, Leute, das sind schon viele Jahre drauf oder Monate und bis jetzt ist da noch nichts gekommen. Viele werden verworfen, viele dauern lange und viele werden eventuell auch gar nicht kommen, ne? Und vieles wird jetzt auch in der nächsten Zeit kommen. Wir haben auch The Binding of Isaac und so, haben ja die Gespräche genauso auch in der Avatar, wie eben schon angesprochen, und einige Geschichten mehr. Da wird es auf jeden Fall ordentlich reinkrachen, wo ich auf jeden Fall richtig Lust habe, denn die Kollabos, Freunde, werden was Schönes. Dann auch, Leute, die Star Wars NPCs, also, ne, die Star Wars Arranger, beziehungsweise halt einfach Sturmtrooper und natürlich auch Darth Vader waren ja in Chapter 4, da sind da hinten im Schneebium in der Nähe von Brutal Bastion da hinten gespawnt und die sind in den Files wieder aktualisiert worden und laut diesen aktualisierten Files sollen die auf der Loot Lake Insel Mitte spawnen. Also nicht auf der Loot Lake Insel, die spawnt, sondern in der Mitte von dieser Karte. Jetzt ist ja auch so Loot Lake quasi, wo noch nichts drauf ist. Ist ein See mit ein paar Inseln drauf und in der mittleren Insel hier mal eingeblendet, sollten die dann drauf spawnen. Denn wir wissen, wir bekommen auch noch eine Star Wars Welle, eine kleine, mit eventuell neuen Skins und natürlich auch eine neuen Waffe, an der gearbeitet worden ist, ne? Gameplay ist mal hier eingeblendet und da freue ich mich drauf. Dann wird natürlich eventuell, wenn es denn alles so stimmt, wie wir es jetzt in den Files haben, das auch Ganze wieder so kommen. Sprich, Darth Vader, Sturmtrooper wieder spawnen mit Lichtschwertern und so weiter und so fort und hoffentlich eventuell auch mal die Lichtschwerter-Spitzhacken. Wäre natürlich genial, wenn das mal kommen würde. Und ich habe euch natürlich gesagt, Freunde, Order Restored, ne? Das Comic, was natürlich jetzt schon lange in Arbeit war, wo ich euch schon oft drüber berichtet habe, scheint gecancelt erstmal zu sein, vorerst natürlich. Ich hoffe, wir bekommen da in der Zukunft was. Ich freue mich da drauf. Und dieses Comic sollte natürlich so ein bisschen den Hintergrund und Nebendetails der I.O. tatsächlich da zeigen und uns zeigen, wie das Ganze entstanden ist. Ein paar Hintergrundinformationen, die wir nicht in-game bekommen. Und außerdem sollte auch Kaido Thorn dort noch ein wenig weiterleben und die Story ein bisschen noch aufgepimpt und ein bisschen besser werden, als sie dann schlussendlich war. Wir wissen, Kaido Thorn wurde von dieser Jägerin, diesem Kruiske, die war ja so eine Monsterjägerin, getötet. Ja, er war ein Vampir, war für sie ein Monster und gut, hat sie einfach gekillt. Und das war es eigentlich dann mit Kaido Thorn gewesen. Seitdem ist er tot und er wird auch wahrscheinlich nie wiederkommen, weil wenn er tot ist, warum sollte er wiederkommen? Und in diesem Comic sollte er gegen den Collector einen Fight haben. Also gegen den Collector sollte er tatsächlich einen Bosskampf oder einen großen Kampf haben und das hätte ein bisschen episch werden können und eventuell die Story noch dahingehend ein bisschen ändern können, was Kaido Thorn betrifft.
Und allgemein, ne, über die verschiedenste Realitäten, die I.O. wieder aufgebaut, was auch immer, ne, wir hätten so viele Möglichkeiten da gehabt, wäre ja auch nicht nur ein Comic gewesen, wäre ja eine ganze Reihe von Comics gewesen, die Order Restored Reihe, ne, ich hoffe, Freunde, das Ganze bleibt nicht dauerhaft, ne, ich hoffe, wir werden da vielleicht, auch wenn es nicht alle Comics und alle Ideen sind, einen Teil bekommen, ne, würde mich sehr, sehr freuen, wenn das natürlich soweit ist, bekommt ihr das auf meinem Kanal, sobald wir Neuigkeiten haben, bekommt ihr das auch auf dem Kanal, deswegen gerne kostenlos abonnieren, um die ganze Geschichte nicht zu verpassen, und dann würde ich einfach mal sagen, war wieder ein schönes Brett. War ein schönes Video. Hat mir sehr, sehr dolle Spaß gemacht, euch wieder über die neuesten Sachen zu berichten. Mache ich natürlich super gerne, weil es einfach genial ist. Ne? Ihr merkt, jeden Tag kommt Infos, 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 was richtig Laune macht. Auch zusätzlich zum Fortnite-Zocken. Einfach genial, was in der Zukunft noch geschehen wird. In dem Sinne, Freunde, war es das gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.